Vorwärts, Mann. Schnapp jetzt dem Fritz sein Zaubertischli weg. Blöd, Frau. Das Tischli tausche ich aus. Was wird da gespielt? Ist das Rägeli etwa zwei Schelmen auf der Spur? Warum willst du das Tischli austauschen? Warum? Weil ich schlau bin. Wenn ich's mucke, merkt's doch der Bursch am anderen Morgen. Dann weiss er auch sofort, wer's gestohlen hat. Aha. Ja, aha. Ich habe im Schöpfli hinein das tupfengleiche Tischli. Das stelle ich dem Schreinergesell an. Und bis er den Tausch merkt, ist er schon lang fort über alle Berge. Bravo, Mann. Du bist gleich schlauer, als ich gemeint habe. Gell, hä? Dein Mann hat Grütz im oberen Stübli. So, tust du jetzt die beiden Tischli aus, schnell. Bin ja schon dran. So eine Gemeinheit. Wartet noch. Da, Frau, das ist unser eigenes Tischli. Siehst du einen Unterschied? Nicht der geringste. Nur noch ein bisschen abstauben. Und schon glänzt er wie der andere. Null Unterschied. Vorwärts, Mann. Jetzt musst du noch den Goldesel stellen. Blöd, Frau. Den Goldesel, den tausche ich doch auch aus gegen unseren eigenen Altgrauschimmel. Aha. Ja, aha. Der Müllergesell merkt doch morgen gar nicht, dass er nicht seinen eigenen Goldesel heimführt. Was? Der Franz will's auch noch betrügen? Die schlechten Menschen. Also los, Mann. Tausch den Esel aus. Wir gemacht, Frau. Bei allen Schnapsguttern und Zapfenzieher. Ein Esel, der Gold speuzt, lasse ich mir nicht entgehen. Halt! Wer ist da? Da schleicht doch jemand rum. Wer will da rumschleichen? Ein Fuchs vielleicht oder ein Hase? Ich habe aber etwas gehört. Du wirst wieder geträumt haben. Hol jetzt gescheiter den Goldesel aus dem Stall. Ach, komm, Eseli. Komm schön. Ich weiss dir einen besseren Platz, wo noch viel weicher Stroh hast zum Ricken und viel kräftigeres Heu zum Fressen. Er kommt, Frau. Er kommt. Jetzt sind wir reich. Jetzt können wir uns alles kaufen, was das Herz begehrt. Kleider und Hüte, Perlen und Eselstein. Edelstein. Ganze Kisten und Kästen voll. So, Frau, jetzt stelle ich noch unseren alten Esel in den Stall, wo der Goldesel gestanden ist. Meinst du wirklich, der Müllerbursch merkt nichts von dem Tausch? Sehst du einen Unterschied? Keinen. Aufs Haar der gleiche Esel. So, komm in den Stall und hab dich ruhig. So statscht's. So eine Gemeinheit. Ma, es ist jemand da. Was hat gehört? Warte mal, da hinten am Hausecken versteckt sich jemand. Ein Mädchen. Was schleichst du da rum, hä? Was machst du da, du Krott? Ich habe ein Gasthaus gesucht, zum Übernachten.